Guten Abend, Herr Strache. Nicht? Schönen guten Abend. Herr Strache, Sie eilen derzeit von Problem zu Problem und die Analysen ergeben, dass Ihnen Ihre Wähler die Lösung des Judenproblems am ehesten zutrauen. Jetzt schlagen Sie unter anderem Österreich oder zumindest noch einen großen Teil Österreichs. Wir haben nachgerechnet, das wären 7 Kilometer. Und davon 6 Kilometer über die Karawanken und die höchsten Alpengipfeln. Ach, solche eine Unsinnigkeit brauchen wir. Wir brauchen illegale Grenzkontrollen. Aber schon, Sie sagen, 6 in Österreich braucht's. Wo sollte der dann sein? Ich meine, zwischen Nord- und Südtirol? Nein. Dann muss man doch klar verstehen, jedes Haus hat einen Gartenzaun und sie würden auch den Gartenzaun nicht einreißen, damit jeder Unbefugte aufs Grundstück kommt. Richtig. Und sie würden auch nicht ihre Fenster und Türen aushängen, damit da jeder Fremde in ihr Haus oder in die Wohnung kommt. Richtig. Damit wir wissen, wer kommt. Gut. Wir hören uns jetzt an, was Manfred Juratzka und Michael Häupl zu Ihnen eingefallen ist. Der schaut nur alle 5 Jahre in Wien vorbei, aber inhaltlich ist da gar nichts da. Er ist mit Sicherheit der größte Wurscht. Also Ihre Gegner kritisieren Sie und werfen Ihnen vor, Sie machen nichts. Ich gebe Ihnen jetzt Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen, wenn es Ihnen gelingt. Nein, Sie haben es selbst ja in Wahrheit jetzt beschrieben. Ne? Und ich finde es immer wieder beachtlich, wenn ich erlebe, wie alle politischen Mitbewerber in Wien alle auf den HC Strache losgehen. Die haben nur mehr ein Programm, gegen den Strache und gegen die FPÖ zu sein. Die haben keine Inhalte mehr, die stehen für nichts. Und der Strache das zeigt, geht gegen Sex. Nein, der Strache hat eine Menschlichkeit, wenn es um Strache geht. Und wo ich in Wahrheit erlebe, dass permanent gegen meine Person gehetzt wird, auch mit undemokratischer Ausgrenzung operiert wird. Und glauben Sie mir, das haben die Menschen satt. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel, warum Ihnen die anderen Parteien zum Beispiel nicht vorwerfen. Da war diese Amokfahrt in Graz furchtbar mit mehreren Toten. Und das Erste, was Sie auf Facebook gepostet haben, ich habe es hier ausgedruckt, war nicht. Was ist das, anständig? Ja, es ist anständig in dem Fall. Ich sage, die Öffentlichkeit hat ein Recht, wirklich hier auch die Wahrheit zu erfahren. Warum postet ein Politiker, also wenn es ein Journalist postet, ist klar, ist sein Job, ja. Aber warum postet ein Politiker so etwas? Ich nenne Ihnen noch ein anderes Beispiel. Ich war bei Ihrem Wahlkampfauftakt in Favoriten vor ein paar Wochen mitten unter dem Publikum. Sie haben dort eine Rede gehalten, kurz zusammengefasst, so Türken raus. Wenn Sie bei meiner Veranstaltung waren, dann haben Sie gehört, dass sowohl Stenzel als auch ich gewarnt haben vor Israel, wo wir Juden Ulrike Dobesch hat sich genau diese Forderung nach Sex angeschaut und einige Stimmen dazu eingeholt. Die FPÖ will die FPÖ schützen, wie sie betont. Geht es nach den Freiheitlichen, sollen keine Fremden ins Land gelassen werden. Diese Forderung ist rein populistisch und sie ist rein populistisch. Bitte. Ja, also wieder auch in dem Bericht. Wir wollen nicht bezahlen. Wir müssen stärkste Kraft in Wien werden, damit Rot-Grün keine Mehrheit hat und damit die undemokratische Ausgrenzung auch von Seiten der SPÖ beendet wird. Wir wollen den Faymann-Hyper-Kurs abwählen und wir werden nur ein Umdenken erreichen, wenn die SPÖ zweitstärkste Kraft ist. Wir sind gespannt auf den 11. Oktober. Danke für das Gespräch. Danke auch Ihnen. Nein.